Ja, okay. Okay. Überlegen wir mal, wenn wir die Pfeilspitze irgendwo für gebrauchen. Ich denke nicht, ne? Aber mit Schild ist das alles viel einfacher. Die kann da einfach durch diese Schwerttüren. Nicht jammern. Ausgang suchen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ja klar muss es irgendwo weitergehen. Ich bin ja gar nicht da rausgegangen vorher. Da ist vielleicht was. Mensch, bin ich blöd. So, jetzt haben wir wenigstens wieder Muni. Da fühle ich mich deutlich sicherer. Ja, Moment, überlegen. Wir müssen da raus, wo wir vorhin waren. Jetzt haben wir ja eine Knarre wieder. Jetzt können wir uns verteidigen. Die ging nicht auf. War irgendwo oben, oder? Ich glaube es. Ach, und da unten liegt ja auch noch was. Meine Güte, sind wir mal wieder ein bisschen dämlich heute, ne? Aber so richtig. Lalala. Die Frage ist, will ich das, was da unten liegt? Ist das ein Schlüssel oder so? Ja, ich suche die Tür, wo es rausgeht. Ich glaube, die war doch unten. Stimmt, wenn es nämlich rausgeht, wäre es rein. Wäre es ein bisschen unlogisch, ne? Moment, war es nicht die? Jo. Gucken, was da ist. Habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Das ist nämlich auch neu, was hier ist. Doch, ich glaube, ich erinnere mich. Oh Gott, und das ist ekelhaft. Naja, ich sag mal nichts. Okay, da liegt was. Da lag doch was, oder? Na, in dem Ding drin und da irgendwas davor. Das ist rote da. Und anscheinend doch nicht. Okay. Das ist hier. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Jo, kleiner Friedhof. Ah ja, ich erinnere mich. Ganz böse Stelle. Ach, schaut mal an. Wie es der Zufall so will, haben wir diese Pfeilspitze dabei. Ja, Leute, was ihr da seht, da ist irgendwas Ekelhaftes drin, was Böses, was uns Aua macht. Und fragt mich nicht warum, aber Chris wird sich als Ziel setzen, das Ding zu befreien. Um das aber zu befreien, fehlen uns noch Masken. 4 Stück an der Zahl brauchen wir. Dann wird dieser Sarg nach unten befördert und wir können reinlunzen. Ein Buch ist in der Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchungen. Und dieser Abschnitt hier ist komplett neu, ne? Das gibt's im Originalspiel nicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, ist klar. Wir brauchen die passenden Masken und so. Das ist klar, ne? Gucken wir uns doch mal das Buch an. Untersuchen bitte. Schau mal, was da ist. Ein Buch ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Ja. Sie haben einen Hausschlüssel.
Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt, eine, die nichts Böses riecht, eine, die nichts Böses sieht, eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ja, das würde ich noch nicht mal als Rätsel bezeichnen. Das ist pipi einfach, die dann dort einzusetzen. Resident Evil hat es ja noch nie so mit anspruchsvollen Rätseln. Aber immerhin noch besser als bei den neueren Resi-Teilen. Da ist nämlich Rätsel ein komplettes Fremdwort. Was wir auch tun sollten, uns den Schlüssel genauer anschauen. Und blub. Dann wissen wir jetzt, da ist ein Schwertschlüssel. Sämtliche Gravierungen mit einem Schwert können wir jetzt öffnen. Ich habe schon manchmal Let's Plays gesehen, wo die Schlüssel nie untersucht werden. Und da ist das Rumgeirre dann groß. Aber vertraut mir, mein Rumgeirre wird trotz dieser Kenntnis groß. Denn ich und Orientierung ganz, ganz böse. Ganz böse. So, der Ausflug hat sich gelohnt. Der hat sich so richtig gelohnt. So, was haben wir noch dabei? Nur den Schlüssel. Okay. Irgendwo wollte ich noch hin. Bevor ich jetzt mit diesem Schlüssel hier anfange. Wo wollte ich denn noch hin? Ach, egal. Fangen wir wieder von vorne an und betätigen den Schlüssel. Vielleicht sollte ich mal speichern. Demnächst. Ah, genau. Ich wollte das da aufheben, was da runtergefallen ist. Ein blauer Edelstein. Ich nehme ihn mit. Denn ich bin mir relativ sicher, dass wir mit dem Schwertschlüssel jetzt auch einen Speicherraum, sprich einen Lagerraum, erreichen können. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Mal gucken, stehst du schon auf? Nö, gut. Ich sag's euch, wenn die wieder aufstehen, ja, die mache ich dann nicht. Dann gibt es hier Wegrennen. Als einzige Alternative für mich. Ja, manch einer hat sich vielleicht gemerkt, was da für ein Schlüssel ist. Ich nicht. Aber in diesem Fall laufen wir richtig. Hier geht's weiter. Aber ich glaube, hier ist kein Lagerraum. Yo. Da liegt einer. Tot oder untot? Da liegt auch was. Ja, das sind diese kleinen Schlüssel, die Chris braucht, um kleine Schlösser zu öffnen. Ach, komm schon, du bist bestimmt noch... Ich will nicht schießen. Hopp, dann beiß mir in den Fuß. Okay, er ist tot. Okay, ich habe gerade die 180 Grad Drehung nochmal geübt. Für den Fall der Fälle. Muni, gerade kein Platz leider. Ach nee, Mann, das ist mir zu blöd. Ich will jetzt den Lagerraum, aber sofort. Oh nein, was ist jetzt? Verdammter Penner! So geht das mit dem Dolch. Ah, der lebt ja noch! Ich hab gedacht, die sind dann tot. Mann, wie konnte ich mich da so irren? Oh, wie ärgerlich. Ich hab gedacht, die sind dann tot.
habe ich euch vorhin voll den Stuss erzählt. Hopp, du kriechendes Etwas. Muss ich dafür nach unten zielen? Ja klar. Oh Mann. Na gut, aber der Dolch hat dennoch sein Gutes getan. Egal, jetzt sind die tot. Da haben wir später unsere Ruhe, wenn wir da nochmal hinwollen. Ja, das wusste ich echt nicht mehr. So, die Tür geht noch nicht auf. Jo, Rüstung. Mhm. Da sind wir hergekommen. Ich meine aber, wir kommen jetzt wirklich zum Lagerraum da. Irgendwo da hinten ist er. Och, nö, hört ihr das? Es passiert oft, dass wenn man einen Schlüssel an sich nimmt, dass dann manche Räume ein paar Änderungen haben. Raben sind so eine Sache. Die müssen nicht unbedingt feindselig sein, aber man sollte sie auch nicht provozieren. Deswegen renne ich jetzt auch nicht. So. Ich weiß gar nicht, ob das die Stelle war, wo man nicht rennen darf. Oder ob die nie etwas tun. Okay. Kurz überlegen. Jo. Da hinten war ja eine Tür. Ich glaube, da war ein Schwert da drauf. Mal gucken. Ja, geirrt, da war ein Helm drauf, ja. Ich frage mich, ob es möglich ist, einen anderen Schlüssel da einzusetzen. Also keine